Ja, willkommen zum Update-Info-Video. Ist lange her, dass ich sowas mal gemacht habe, deswegen hoffe ich mal, dass ich das noch einigermaßen gut hinkriege. Auch ein bisschen später gemacht, weil ich mir ein bisschen mehr Info hier reingeholt habe. Aber kommen wir einfach mal zu den Hauptdingern. Einmal auch für die Leute, ich wurde auf Facebook angeschrieben und andere auch. Die haben Probleme, Kaval wieder auf Deutsch zu stellen. Ich bin ehrlich gesagt froh darüber. dies war vornherein angekündigt worden von Places Game auf der Homepage selber, dass der türkische, der russische und der deutsche Support eingestellt wird. Also dieses Spiel wird nur noch auf Englisch existieren. Also ihr könnt die anderen Sprachen nicht mehr benutzen. Das wurde eingestellt. Der Grund dahinter liegt daran, laut deren Informationen, damit sie schnelle Updates und alles Mögliche liefern können. Also, es ist vorbei. Ihr könnt das Spiel nicht mehr auf Deutsch stellen. Für mich ist es nicht schlimm. Ich habe es von Anfang an seit Episode 1 auf Englisch gespielt und ja. Ist für euch wahrscheinlich eine kleine Umstellung für die Leute, die es immer nur auf Deutsch gespielt haben. Es ist leider so. Es geht nicht mehr auf Englisch. Mein Gott. Da ist er wieder. Also es geht nicht mehr auf Deutsch. Ihr könnt nur noch auf Englisch spielen. Okay, zu dem Update kommen wir zu den zwei Hauptdingern. Und zwar, das sind die neuen Dungeon. Hidden Tomb Cave. Ein Divine, 1 Million und Als. Ist in Desert Scream das Entry, da wo auch Panic Cave und sowas ist. Ich war drinne, ich schaff's noch nicht. Also ich komme noch nicht mal am ersten Boss vorbei. Das dauert wohl noch ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen üben. In der Dungeon war ich leider noch nicht drin. Die ist ein bisschen komplizierter zu bekommen. 5 Mille, das ist Entry und Stainclone. Stainclone ist sowieso noch so ein Ding, warum auch immer. Das nervt mich sowieso, dass sie da die Bücher rausgenommen haben, die Minester-Quests. Also es ist noch möglich, die Dinger zu kriegen, ja, aber die Drop-Rate ist halt scheiße in den DX-Dungeons, ganz ehrlich. Ich habe es versucht und ich finde die Drop-Rate halt Müll. Naja, mal gucken. Also ein Stainclone und zu den Hauptdingern sind Dragon Jewels, also Drachenjuwelen. Die ihr auch nur bis jetzt, wo ich weiß, nur auf zwei Wege bekommt. Es gibt nämlich das neue Challenge Mission. Bei diesem Challenge Mission müsst ihr Sachen erfüllen. Es sind eigentlich immer dieselbe. Dungeon Point 30 mal, 30 Dungeon Points 5 mal erreichen. Mission War einmal mitmachen. Craften. Als benutzen, 100 AP farm, Gilden Treasures erstellen und Monster 100 Stück töten. Ihr müsst noch nicht mal alles erfüllen, um bis Rang 5 zu kommen. Also es geht bis Rang 5, das ist das Maximum. Und ihr müsst noch nicht mal alles erfüllen. Also Rang 5 kommt fast schon von alleine, wenn ihr einfach so aktiv weiterspielt. Wenn ihr das erreicht habt, könnt ihr nämlich dann die Rewards aussuchen. Und hier habe ich wieder Glück heute. Ich kriege wieder 3 Drachenjuwelen. Und für jeden Account ist das unterschiedlich. Das heißt, was ich jetzt hier drin habe, haben andere Leute nicht drin. Also das ist komplett random, wer was bekommt. Also ich habe wieder Glück, dass ich endlich wieder 2 Drachenjuwelen sozusagen bekomme. Fehlen mir aber noch 2 Stück, damit ich endlich mal so ein Entry holen kann. Ja, also das ist eigentlich... Aber meistens sind die Rewards fast immer gleich. Also es gab immer Wing XP, OXP, WXP und diese Evasion Pots. Also so war an sich nichts Tolles drin. Also noch kann ich die Wing XP benutzen. Danach wüsste ich nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Das ist das soweit. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Und das ist er hier. Der Secret Dealer of Heroclay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, der Shop ist für jeden vorhanden. Ich glaube, diese Challenge Mission ist erst ab Level 200 plus möglich. Das heißt, ihr habt da noch, die noch unter 200 sind. Ihr habt da leider keine Chance drauf, momentan. Dann kommen wir zu diesem Shop hier und bei dem gilt genau dasselbe. Der ist komplett random für jeden Account selber. Also ihr habt Sachen da drin, die andere Leute nicht drin haben. Das rotiert jeden Tag, also immer nach 24 Stunden. Außer der Shop, der ist momentan gleich. Ich gehe davon aus, dass später noch mehr Zeug reinkommt, definitiv. Ich gehe davon aus, dass der noch erweitert wird. Ich habe mir sagen lassen, momentan, also wenn ihr leveln wollt oder sowas, die XP-Elixier gehen wohl sehr gut ab 191 plus. Man merkt die wohl.
Man braucht nur troglos weite Frucht und die bekommt man meistens aus dem Secret Shop. Heute habe ich, was habe ich drin? Eigentlich nichts Besonderes. Nichts, das ich gebrauchen kann. Aber hier meistens kriegt ihr hier immer die weißen Früchte raus, damit ihr sozusagen die Potion holen könnt. Also wenn ihr leveln wollt, kann ich euch das nur sehr, sehr ans Herz legen oder empfehlen. Ich finde jetzt irgendwie ist hier nichts Tolles dabei. Also ich brauche davon nichts. Abgeset, Lab, Set Low und 4 Millionen Eis für 30 Abgekohei. Ja, das lohnt, würde ich jetzt fast bemuten, lohnt sich nicht, weil momentan sind die Core-Preise sehr hoch gestiegen wegen dem neuen Collection. Da kommen wir nämlich als nächstes hin. Das neue Collection, Dungeon World, ist wie immer gleich geblieben. Nur jetzt haben wir die sogenannten Cuts. Ab 33%, 66% und dann 100% sozusagen. Bekommt ihr nämlich schon die Stats bzw. die Punkte dazu. Das ist neu. Und dann Special, und das ist wirklich eine Hausnummer, sage ich jetzt mal. Bei den Cores sage ich jetzt mal einigermaßen, okay, ist gut machbar, aber diese Sachen hier, das ist schon eine andere Nummer. Das ist so, ja, Event-Items eher gesagt hier. Weil ich, anders kriegst du die ja im Spiel eigentlich, glaube ich, gar nicht. Vielleicht durch die Dungeon Point Cube, aber ich glaube, da kostet 120 Dungeon Points, das heißt, das hat er wieder auf CC angewiesen. Ja, also das gleiche auch hier. Chaos Cores 3.500 Stück und die ganzen Dinger. Was mich natürlich nur so ein bisschen nervt, das ist ja, was ich schon immer gesagt habe, ist halt dieses CC-lastige, ist halt Arcana of Guardian, Arcana of Chaos und Chaos Talisman. Das sind CC-Items, finde ich ein wenig eine Frechheit. Aber was soll man machen? Das wird sich, glaube ich, nie wieder ändern im Spiel. Ja, Extreme Upgrade, also 150 Upgrade Extreme Course Level 1. Das ist. ja, okay, ja. Hat man mal so eben rumliegen. Und auch mit den Craften. Ja, also ich fange ganz langsam an und ich mache momentan Putz ein bisschen. Also das wird schon ein wenig aufwendig werden, definitiv. Ringe craften, Amulette craften, Force Ring. Fange ich erst an, wenn meine Rings Level 100 sind. Dann fange ich damit an. Mission War, also die 2000 Merit. Naja, Medaillen, die werde ich noch nicht usen. Ich brauche meinen Merit. Also, das ist schon eine hohe, echt krasse Ausnummer, was man hier alles braucht. Na? Also, die Runen alleine finde ich mega krass. Für Crit Damage. Und dafür Crit Damage 15 ist zwar nice, aber. Dafür so eine Menge zu spenden, das ist schon echt viel. Okay. Sonst ist soweit eigentlich nichts neu. Doch, Item Upgrade haben sie jetzt ein bisschen. Ja, gut, die haben neue Symbole da unten reingeballert. Es gibt jetzt Massen-Extract. Das heißt. Machen wir das mal kurz. Weil ich das so oder so machen muss. Jetzt habe ich kein Alles mit, das ist natürlich. Rap. So, nehmen wir mal einfach 10 Amulette. Nein, nicht 10. Vorführeffekt. So, das heißt, ihr könnt einfach extracten. Und zwar könnt ihr die Dinger jetzt alle einzeln anklicken. Ohne jedes Mal das doppelte Bestätigung. Dann drückt ihr auf Item Extract und dann bumm, sind alle Items auf einmal kaputt. Das ist neu. Finde ich sehr, sehr genial. Dann gibt es noch die Autosortierung, wer sie auch immer braucht. Also ich habe sie bis jetzt noch nicht benutzt. Natürlich, mein Storage sieht aus wie Sau, aber ja, darüber will ich gar nicht reden. Ansonsten ist eigentlich soweit nichts neu. Also was sich verändert hat, sind die Nation Wars. Nur in der Hinsicht, dass die Maps verkleinert worden ist. Und das gilt sogar für beide Maps. Einmal der große TG und der kleine TG. Die wurden ein bisschen abgeändert. Aber so an sich nichts Tolles Neues. Ansonsten glaube ich, habe ich jetzt so. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten noch geändert worden. Zum Beispiel finde ich jetzt auch wieder blöd, aber naja, jedem das seine. Sind halt die Dungeon Entry für die Force Wing Dinger sind teurer geworden. Also die kostet jetzt 20 Force Essence, ein Entry. Und ein paar Kleinigkeiten wurden noch
geändert. Ansonsten glaube ich, ist nichts Neues soweit oder was jetzt so wichtig ist. Ich glaube, der Rest ist eigentlich nur Kleinkram, was sie so ein bisschen geändert haben. Ach ja. Was sie noch geändert haben, ist, dass, wenn jetzt die Info stimmt, die ich jetzt habe und wie, wenn ich das richtig gelesen habe, ist, wenn ihr täglich Rang 3 macht, und ich glaube, viermal muss man das machen in der Woche, qualifiziert ihr euch für die Saint-Waffe, weil da es den Saint-Boss nicht mehr gibt. Und dann wird random ausgelost, wer ihn bekommt. Wie genau und wann genau, das werden wir dann schon alles noch sehen. Leider, also wenn das wirklich so der Fall ist, leider steht hier nirgendwo bei, wie oft du das schon geschafft hast. Okay, hier steht dabei, mindestens viermal müsste Mission Complete, steht hier, zweite Zeile, dass du mindestens viermal halt Rang 3 erreichen musst. Nur leider steht nirgendwo bei, wie oft ich das schon gehabt, aber ich habe es jetzt bis jetzt täglich gemacht, also zweimal. Heute werden das dritte Mal und die Verlosung ist, glaube ich, entweder in der Woche, mittwochs oder es war sonntags. Ich bin mir da nicht sehr ganz sicher. Ja. Exclusive Quest will be given when selected. Also irgendwie kriegst du eine extra Quest hier rein, wenn du ausgewählt wirst für die Saint-Waffe. Aber wie gesagt, wie sich das auswirkt, werden wir dann sehen. Okay, das war's eigentlich soweit. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Ja, und dann verabschiede ich mich erstmal wieder von hier aus und dann sehen wir uns, also nicht bei den nächsten 100 Dungeon Runs oder sonst irgendwas. Oder wenn ihr irgendwas Bestimmtes haben wollt oder sehen wollt, lasst es mich wissen. Ja, also haut rein!